Hallo, wir sind einmal mehr hier auf Phuket beim Big Buddha. Ihr habt aber extrem viele Leute heute. Oder wo wir das letzte Mal hier waren, war doch bei Corona, da hat es viel weniger Leute gehabt. Man hat von hier auch eine grandiose Aussicht auf die umliegenden Strände. Auch nur schon das lohnt sich auch. Obwohl heute ist es etwas dunstig. Der Big Buddha ist im Süden von Phuket. Er steht seit 2008 auf dem Gipfel vom Nakhat Hill. Er ist komplett aus Marmor und 45 Meter hoch und hat einen Sockeldurchmesser von 25 Meter. Die Aussicht von hier oben ist grandios. Gerade hinten ist die Katha Beach und links davon Katha Noi. Der Besuch vom Big Buddha ist kostenlos. Es empfiehlt sich aber, lange Kleider zu tragen. Die Schultern und die Knie müssen bedeckt sein. Jetzt sind wir mit unserem Fahrer gerade auf dem Weg zum südlichsten Punkt von Phuket. Wir haben unseren Fahrer bei InDrive gebucht. Bei dieser App erhältst du eine Auswahl von Fahrern und der Preis ist auch schon festgelegt. Den musst du einfach einen anwählen und dann kommt er. Dann kannst du schauen, wie lange der braucht, bis er da ist. Nicht weit vom Big Buddha ist das Kap Phom Thep, der südlichste Punkt Phukets. Ein Abstecher dahin ist lohnenswert. Es hat viele Elefanten, Figuren und im Hintergrund der Leuchtturm Kankanapisek. Es ist ein wunderschöner Leuchtturm mit goldiger Kuppe. Da hat es sogar zwei Elefanten oben drauf. Wunderschön ist auch die Aussicht von hier. Man sieht übers Meer und die kleine vorgelagerte Insel Koh Man. Sie dient als Schnorchelspot an der Beach Yanui. Diese Landzunge ist der südlichste Punkt Phukets. Von hier aus könnte man auch einen wunderschönen Sonnenuntergang genießen. Hinter der Insel Koh Man sieht man rechts die kleine Bucht Yanui und im Hintergrund Nai Harm Beach. Da hat es bereits ein paar Boote mit Taucher oder Schnorchler. Die Nai Harm Beach ist an einem kleinen See und zwischen zwei Hügeln eingebettet. Die Yanui Beach ist eine kleine Bucht direkt an der Straße. Sie bietet aber dank den Bäumen viel Schatten. So, jetzt gehen wir uns etwas abkühlen und wir fahren jetzt an die Katha Beach. Da sind wir am Viewpoint. Die vorderste ist die Atom Beach. Karom Beach und Katha Beach. Das war noch ein kurzer Stopp an der Karom Viewpoint. Die Katha Beach ist eine wunderschöne Beach zum Baden. Sie liegt zwischen der Katha Noi Beach und der Karom Beach. Sie ist ca. 1,5 Kilometer lang, hat einen wunderschönen feinen Sandstrand und glasklares Wasser. Dann gibt es auch direkt an der Beach etwas zu essen und trinken. Wir genießen es immer mal wieder, an dieser Bucht etwas zu baden. Oh, da hat es eine rote Flagge. Weshalb diese rote Flagge da hängt, ist uns ein Rätsel. Es hat keine Quallen und auch keine hohen Wellen. Für eine Liege muss jeweils 100 Baht bezahlt werden. Der Sonnenschirm ist im Preis inbegriffen. Haben wir einen wunderbaren frischen Saft bestellt. Ohne Zucker und ohne Eis. Bei dieser Dame gibt es einen wunderbaren Smoothie. Und für den kleinen Hunger kann man auch noch eine Pizza bestellen. Das haben wir gemacht. So ein Smoothie mit Passionsfrucht und Mango musst du mal ausprobieren. Der ist richtig lecker. Der Saft war super, frisch, richtig gut. Dieser Strand ist einfach traumhaft und das Wasser ist wunderbar glasklar. Richtig herrlich. Im Hintergrund auf dem Hügel sieht man noch den Big Buddha. Die Bucht, die da hinten hervorkommt, ist die Karom Beach. An dieser Bucht findet man schöne Hotels und Bungalows. Zur Karom Beach geht die Straße hier über den Hügel. Noch weiter im Hintergrund, wo der Turm steht, ist die Patong Beach. Wer nicht ganz so viel Jubeltrubel sucht wie an der Patong Beach, ist an der Karom Beach oder Katha Beach bestens bedient. An der Katha Beach herrscht Ruhe auf dem Wasser, da gibt es keine Jetski und kein Parasailing und auch kein Bananaboot.
Außerdem gibt es wunderschöne Übernachtungsmöglichkeiten und es hat viele Restaurants wie Italien, Seafood, Thai Food und so weiter. Hier kannst du viel Geld. Da sind wir mitten in der Altau, also in der Altstadt von Phuket. Jeden Sonntag ab 16 Uhr findet hier in der Altstadt von Phuket einen Markt statt. Der hat bis 22 Uhr jeweils geöffnet. Wir sind mittendrin und nehmen dich heute mal mit. Der Markt ist schon richtig voll. So viele Leute, die hier schon spazieren. Es lohnt sich aber, diesen Markt mal zu besuchen. Es gibt einiges zu sehen. Es wird alles verkauft, was es vermutlich auf Phuket gibt. Man findet Schmuck, Spielwaren, Souvenirs aller Art, Esswaren und so weiter. Alles, was dein Herz begehrt, wird hier verkauft. Schauen wir uns diese mal genauer an. Diese farbigen, aneinandergereihten bunten Häuser sind auch wunderschön. Interessant finde ich, was aus solch einer Schnur alles geknüpft werden kann. Das ist doch eine Handwerkskunst hier. Hier gibt es Souvenir für 150 Baht, kurze Hosen für 129, also billiger als die Souvenir. 100 Baht sind ca. 2,50 Franken. Dieser Markt ist ziemlich groß, er geht über zwei, drei Straßen, also man muss etwas Zeit einplanen. Und die vielen Besucher dürfen dich auch nicht stören, sonst macht es keinen Spaß. Geld wechseln kann man auch gleich vis-à-vis, da hat es ein Exchange. Da gibt es ja genügend Möglichkeiten, um sein Geld loszuwerden. Wenn man etwas Zeit hat, kann man von einem Künstler auch eine Karikatur machen lassen. Da gibt es verschiedene Milchshakes für 40 bis 45 Baht. Die Sonne geht langsam unter und es herrscht schon eine wunderschöne Abendstimmung. Dann geht es über die Straße weiter und der kleine Hunger macht sich auch schon bemerkbar. Ein Spießchen für zwischendurch. Ja, sie scheinen gut zu sein. Probieren wir es mal. Da brutzelt auch was vor sich hin. Es lohnt sich hier kulinarisch etwas auszuprobieren. Es gibt jede Menge verschiedenes Essen. Da findet sicher jeder etwas. Da findet man noch mittendrin einen wunderschönen Brunnen mit einem Drachen. Die Tintenfische müssen noch etwas knusprig gemacht werden. Was es hier nicht alles zu sehen gibt, es ist ein richtiges Erlebnis. Man könnte überall etwas shoppen. Aber dieser Stand ist cool. Der gefällt mir, der hat auch tolle Musik. Diese Souvenirs sind auch noch lustig, alles aus Elektronikteilen hergestellt. Und zwischendurch wird Christoph wieder mal verwöhnt. Die sehen doch lecker aus. Und in feinen Dessert gibt es 300-400 Baht. Das sind nur 2,50 Franken. Und da gibt es Spießli in diversen Variationen. Hier kann man sich 10 chinesische Dumplings auswählen für nur 50 Baht. Das ist nur 1,25 Franken. Diese Sperrwips sehen aber lecker aus. Das ist etwas für Fleischliebhaber. Der kostet 100 Gramm 100 Baht. Daneben gibt es was Gesundes, ein paar Pomelo. Hier gibt es jede Menge zu essen. Da kann man noch sein eigenes Glace machen lassen. Das sind vermutlich Enten. Da gibt es frisch zubereitete Süßkartoffelbällchen.
Das schaut auch spannend aus. So werden sie automatisch gleichmäßig gebraten. Da gibt es ein Gericht aus Nordthailand. Ein volles Menü für nur 50 Baht. Hier verkaufen sie frische Früchte und gleich daneben gibt es gefüllte Bananenblätterkörper in diversen Variationen. Es wird sogar zwischendurch für etwas Unterhaltung gesorgt. Da hat es auch noch wieder ein paar Leckereien. Die sehen ja schon lecker aus. Die Häuser mit den beleuchteten Fassaden sehen schon toll aus. Diese Gebäude sind teilweise 100 Jahre alt. Sie prägen das Bild der Altstadt von Phuket. Sie locken jeden Tag Hunderte von Besuchern an. Auf dem Markt kann man sich wunderbar amüsieren. Die Stadt ist mittlerweile auch etwas chinesisch geprägt. Es lohnt sich auch mal, einen Blick in die Seitengassen zu werfen. Dann brauchen wir mal eine Pause und etwas zum Absitzen, bevor es wieder weitergeht. Es gibt ja noch einiges Spannendes zum Entdecken. Das ist ein wunderschönes chinesisches Tor. Zwischendurch entdeckt man wunderschön gestaltete Balkone. Er macht gerade frische Kokosnuss-Pancakes. Dieser Spieß mit Ei schaut auch spannend aus. In diesem wunderschönen gelben Haus mit Turm befindet sich ein Museum. Da gibt es sogar mit der Polizei noch ein Foto. Von Souvenir über Essen und Klamotten wird hier alles verkauft. Ein wunderschöner Markt hier in Phuket Town. Wenn man sich auch etwas umschaut, findet man schöne Wandgemälde. Auf dem Markt und in der Stadt gibt es auf jeden Fall viel zu entdecken. Wir verabschieden uns. Danke fürs Zusehen. Tschüss und bis bald.